Moin ihr Baggerluten und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Hearthstone. Dieses Mal bin ich jedoch mal wieder nicht alleine, sondern habe ich den, auf YouTube heißt er Lou Assen. Hier hat er sich aufgrund des Gothic Let's Play für Cor Kalom etc. pp. Für die, die es gesehen haben, für alle anderen, vergesst einfach, was ich gesagt habe, Cor Assen genannt. Moin, ich grüße dich, du Baggerlut. Moin. So, dir nochmal persönlich herzlichen Glückwunsch, denn du bist einer der unglaublich viel... Der Einzige, der an dem Gewinnspiel teilgenommen hat, eine Aufnahme mit mir hier zu gewinnen. Und du hast nämlich etwas ganz Tolles getan. Kannst du mal erzählen, was du getan hast? Ich habe Hearthstone gespielt für dich und habe Level Yay. 20 erreicht. Und hab dir somit, wenn ich es richtig gesehen habe, den Murloc-Magier gegeben, richtig? Nicht Magier. Ist ein Schamane, aber ja, du hast mir quasi einen neuen Charakter dadurch gemacht, geschenkt, quasi, so, quasi. Du hast es erspielt und ich habe den dafür bekommen, das ist sehr schön, aber als was ich dir dann zurückgegeben habe, ist dann quasi, dass du halt ein tolles Spiel hast, was du jetzt halt auch spielst und ich habe dich hin und wieder ja auch schon spielen sehen, also es scheint dir aber auch Spaß zu machen, oder nicht? Ja, ja, macht Spaß. Perfekt. Rein theoretisch hätten wir hier noch 4 Plätze frei, worüber, wenn man dann halt Stufe 20 erreicht, dann halt jeweils ein Kartenpaket bekommen könnte. Allerdings. Och, Leute, und jetzt nehmt es mir nicht krumm, nehmt es mir nicht übel. Erstmal, das Gewinnspiel ist ja sowieso zu der Zeit von dieser Aufnahme auch vorbei. Ihr seht, es hat sich keiner eingetragen, irgendwas gemacht. Und das hier heute wird... die letzte Folge Hearthstone sein, die so regelmäßig kommt. Vielleicht kommt man zwischendurch nochmal eine, das weiß man nicht, aber vorerst ist das hier so beendet, grob. Allein aus dem Grund, weil es echt schwierig wird, ohne wirklich Geld einzuzahlen, wirklich weit zu kommen, weil ich habe, oder beziehungsweise ich bin einfach blöd, weil alle möglichen Leute kriegen natürlich irgendwelche ganz tollen Karten und sonst was, der, Tinurion zeigt mir ganz oft irgendwelche tollen Bilder, wo er dann Legendaries gezogen hat aus den kostenlosen Paketen und ich, nö. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich fordere dich heraus! Oh, wird ein Standardduell oder ein wildes Duell? Mir egal. Wir nehmen mal ein Standard... Ja, nehmen wir mal ein Standardduell. Es wird darauf gewartet, dass Cor Assen in die... Das habe ich nicht mehr lesen können. So, und... Alleine zur Feier des Tages werde ich halt auch einfach mal diesen Mörgel, den du mir geschenkt hast, dir entgegenstellen. Mal sehen, ob ich ihn schlagen kann. Muss mal gucken. Ach, schade, dass jetzt nicht diese Slot-Maschinen-Gedöns kam nach dem Thema würdiger Gegner. Ha! Ja, das ist ja immer so ein tolles Teil, so mit würdiger Gegner. Und die würdigen Gegner, die ich ziehe, hauen mir meistens immer auf die Fresse. Und das ist halt nicht schön. Mir auch. Gegen Jaina. Aber du spielst du denn jetzt auch diese Ranked-Geschichten? Also quasi so mit dem Stufenaufstieg oder einfach nur so freie Matches? Momentan nur so, weil ich noch die ganzen anderen Klassen freischalten möchte. Weil, ach so, ja, da musst du aber dann wirklich mit jeder 20 halt erreichen. Aber obwohl, ja. Ich kann dir von meiner Erfahrung, ich bin jetzt noch nicht der, weiß Gott, nicht einer der Guten hier, aber... Es lohnt sich wirklich trotzdem schon mal da reinzugehen, weil wenn du noch nicht Stufe 20 bist, kannst du eigentlich nichts verlieren. Und das beste Training ist halt gleich, wenn man das halt nicht easy und leicht hat. So gut. Das ist so übel. So, welchen nehmen wir denn? Ich glaube, wir machen das mal so. So, wie du siehst, es ist ein Chotun-Deck. Hast du schon mitbekommen, was Chotun ist? Ja. Das ist sehr gut. Das wird mich jetzt interessieren. Du hattest das Spiel ja vorher noch gar nicht gespielt, ne? Nein. Hast du auch am Anfang ganz viele Quests bekommen, wo du solche Chotun-Karten und alles Mögliche bekommst, oder? Nicht wirklich. Okay, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht, dass du vielleicht einige von diesen Chotun-Karten schon tatsächlich in deinem Deck drin hast. Also irgendwie den Chotun zum Beispiel selber, den du halt aufladen kannst währenddessen. Also dass du quasi schon mit einer Legendary startest. Das gab es quasi früher, als ich angefangen habe, so noch nicht. Oh, das ist jetzt aber nicht nett. Muss aber sein. Das merke ich.
Was machen wir denn da? Na, eigentlich ist es ein bisschen Perlen vor die Säue, aber... Ich will meine Starthand hier jetzt nicht loswerden. Ach, und wenn ich jetzt gucke, so ein paar von diesen schönen Karten... Ach. Also ich werde das Spiel auf jeden Fall... Doch ein bisschen werde ich es vermissen, aber... Ich denke, es war eine gute Zeit doch. Und hast du eigentlich, obwohl du nicht gespielt hast, geguckt? Ein bisschen was, ja. Nicht vorbei. So, was mache ich denn jetzt hier am besten? Boah, es ist echt ein bisschen Perlen vor die Säue, komm. Geht's hier lang? So, mal sehen. Also bislang bin ich noch nicht an dich rangekommen. Du pusht noch gut. Dafür habe ich dich schon erwischt. Ah, Mann. Das soll leider. Wir wollen auch erstmal gucken, was. Ja, das sind ja noch großteils die Standardkarten da. Deine Quests machst du aber auch, ne? Ab und an, ja. Also gerade am Anfang, wenn man noch ein bisschen was machen will, würde ich empfehlen, mach da weiter. Behalte die, beziehungsweise zieh die durch, mach das und dass du dann quasi genug Geld hast, dir diese Solo-Spieler-Mission zu machen, dir diese Karten von dort zu holen. Geht's hier lang? Will ich das machen? Nee, das will ich nicht machen. Will ich das machen? Doch, das wollen wir machen. Oh, das war wahrscheinlich echt blöd. Egal. So. Oh, mal schauen, was kommt da denn hier? Ach, scheiße. Ja, die hast du so wahrscheinlich irgendwie mal gekriegt. Das ist keine Standardkarte. Das ist eine meiner Lieblingskarten. Die ist super. Die habe ich gerne im Magier-Deck gehabt. Und dann halt mit dem Leben bis zum geht nicht mehr gepusht. Dann immer verdoppelt. Und dann quasi die Angriffspunkte an die Lebenspunkte. Hast du wahrscheinlich mal gesehen, dass ich das vielleicht hatte. Dann daran angepasst quasi. Alter, das ist jetzt... Warte mal, warum hat denn der... Achso. Was haben wir denn da? Können wir das so machen? Ach scheiße, ich komme da gar nicht mehr dran vor. Ach, du ahnst es doch nicht. Ach verdammt! Geht's hier lang? So. Jetzt konzentrieren. Was kann ich hier tun? Was kann ich tun? Beziehungsweise, was machst du erstmal? Mann, das ist gemein. Nein! Blah. Was wäre denn Mana-effizient? Hat sich das schon? Ich glaube, ich mache das mal so. Ah, aber dieses blöde Totem. Naja, gut, komm. So, Dille. Aber dass man hier in diesen Hintergründen rumspielen kann, hast du auch schon mitbekommen, ne? Ja. Mensch, und ich suche immer noch irgendwie nach solchen Geheimrezepten, was man hier toll machen kann. Was hast du denn gemacht? Dein Ernst? Ja. Das ist doch... Arsch ist das doch. Irgendwie brauche ich doch Angriff. Tut mir leid. Geht's hier lang? Und? Ja, Spottrotem, endlich. Oh, der hat jetzt schon 10, ne? Schutun! Mal sehen, ob ich dir noch... Oh, das ist jetzt ganz ungünstig. Jetzt habe ich hier meine beiden Hex raus. Also meine beiden Viechers da. Das ergibt keinen Sinn, glaube ich, ne?
glaube, ich muss das einfach so mal machen hier. Ach, das nervt mich doch. Ich will den eigentlich auch gar nicht aufgeben. Ich befürchte, ich muss es. Geht's hier lang? Naja, gut. Was soll's? Dann machst du mir eben passiv mein Board kaputt. Ist auch in Ordnung. Nein! Nein! Warum? Weil ich's kann. Ah, da musst du gucken. Mein Heiltotem. Ach, Das wird jetzt den einen Heilpunkt, den Punkt, den du ausgegeben hast, schon direkt machen. Da müsstest du gucken, dass du dann vielleicht direkt auf mich damit schießt oder etwas. Um den Punkt halt noch effektiv irgendwie nutzen zu können. Ja, so denke ich mal. Haben wir hier. Ach, scheiße, jetzt habe ich. Da habe ich nicht dran gedacht, verdammt. Ich hätte zuerst mit dem Heiltotem einmal angreifen sollen. Da habe ich den anderen ja dazwischen geschoben. Na, was kommt? Nein! Och, shit. Na, wer weiß, vielleicht hast du ja Glück. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Das ist doch auch irgendeiner. Ich glaube, die Karte habe ich gar nicht, diese Diener von Yogg-Saron. So, den könnte ich klein. Was könnte ich denn hier machen? Dann machen wir erstmal das da. Dann. Denke ich, machen wir mal das da. Ich hab schon wieder nicht gesehen. Entschuldigung, ich wurde nicht BM. Bad Manners. Ich hab's halt einfach nur mal wieder nicht geplant, dass ich schon Ende machen kann. Verdammt. Schnelles Match. Das war ein schönes Match. Und wir haben sogar noch Zeit für ein zweites. So. Ich werde ein anderes Deck nehmen. Einfach mal so ein bisschen back to the roots. Obwohl, warte, dafür müsste man... Ach nee, das habe ich gar nicht mehr. Na egal. Hatte geguckt, aber ich habe meinen... Oder? Nee, habe ich nicht mehr. Einfach kombiniert. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Wildes Deck, wildes Deck. Nee, alles klar. War doch, oder? Bin ich doof? Nee, ich habe neulich aus ein bisschen... Wut heraus einen Großteil meiner Decks gelöscht. Weil das ist doch alles scheiße und... So, aber wir machen trotzdem mal ein... Ja, wir haben doch ein Standardduell. So, ich habe mich jetzt entschieden. Ist jetzt alles gut. Starre Gast wird an. Rasiere Bart ab. Nicht den schönen Bart. Nee, von denen sowieso... ein Druide. Die können ganz gemein sein. Die können echt ganz gemein sein. Das hatte ich zu einer Zeit auch noch gelernt gehabt, dass da, aber da habe ich nachher, als Shotun rauskam, habe ich eigentlich gar keine Druiden mehr gesehen, die nachher diese Mega-Kombo hatten. Weißt du, diese Mega-Kombo, wo die nachher ihre Treants da rausholen und dann irgendwie mit, wie heißt das nicht, Ruf der Wildnis, Mal der Wildnis oder was, die ja alle extrem pushen und die ja irgendwie in einem Zug irgendwie 20, 25 Leben irgendwie abziehen können. Och man, das sind doch im Namen Wuffi doch Leben. So in etwa. Der Arme. Das war schon ein guter Zug. Okay. Das war ein echt ganz schön guter Zug.
Eigentlich hatte ich was anderes vor, aber... Du lässt mir ja keine Wahl. Und da musst du halt auch ein bisschen aufpassen. Hau dir nicht deine ganzen Karten so schnell raus. Nutze auch deine Heldenfähigkeit, weil da kriegst du halt einen Angriff und eine Rüstung. Und selbst wenn du nicht angreifst, hast du noch diese Rüstung. Ich weiß. Verdammt, der tut's trotzdem. Scheiße. Hätte er klappen können. So, du kannst ja nachher auch noch die Folge dir ja dann auch nochmal ansehen und dann auch selber nochmal sehen, ach scheiße, das hat er auf der Hand und ne, und sowas finde ich dann zum Beispiel auch immer ganz interessant. So im Nachhinein dann auch nochmal zu gucken, so Mensch und oh. So, was tun wir? Ich glaube, wir tun das. Für Nasjata. Ja. Plus 2. Was mache ich jetzt? Scheiße, ich hab mich verrechnet. Dann muss ich das eben so machen. Kacke. Ich hatte eigentlich gedacht, ich mit den beiden Wuffis da irgendwie auf den zu gehen, aber dann hätte ich ja da Dinge ver... Oh, 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 oh. Das ist auch nicht schön. Das habe ich auch noch nicht, ne? Ich lass die Runde. So. Wie komme ich da? Plus 1 jedes Mal. Erstmal den. Oh, hübsch. Jetzt. Jetzt komme ich darauf. Ach, scheiße, ich hätte Ende machen können, ne? Nein, fehlte ein Punkt. Mit den anderen? Warte mal, was hatte ich denn da? 2, 3 und dann... Ach, verdammt, ja, aber den will ich jetzt nicht opfern hier. Oh, Zeit verfliegt. Sie werden nicht wissen, das war nicht viel zu bringen, aber... Naja, doch, du hast jetzt quasi schon dafür gesorgt, dass ich mit dem hier gleich... Ja, aber eigentlich nichts ziehen kann. Ja, ich kann jetzt quasi ohne meinen zu opfern, kann ich nichts machen. Könnte das machen? Dazu könnte ich... Kommen wir dann? Könnte ich das tun? So, pass auf. Zack. 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 So, und als Ehre. Der letzte Zug gebührt dir, Luassen. Schön. So, das letzte Bild, also das vorerst letzte Bild von der offiziellen Serie, ist tatsächlich mal ein goldener Jägersieg. Man muss 300 Siege im gewerteten Modus, also in diesem Rank-Modus, mit einem Helden machen, um den quasi letztendlich in Gold zu bekommen. Das ist eine Lebensaufgabe.
Aber ich habe schon ein paar immer mal gesehen, die das gemacht haben. Das ist ein Ziel, was man erreichen kann, durchaus. Und ich denke sogar ohne Geld auszugeben. Ich möchte dir auf jeden Fall danken, dass du in dieser schönen letzten Folge auf jeden Fall mein Wingman warst und dabei warst. Hast du noch irgendetwas an die Community zu sagen? Jetzt ist deine Chance. Wunschlos glücklich. Das ist schön. Das ist sehr schön. Dann hoffe ich, dass du auch toll dabei bleibst und gespannt sein wirst, je nachdem, was dann irgendwie in Zukunft kommen wird. Du hattest ja schon vorhin schon so einen kleinen Einblick, als ich mich da mit Snow unterhalten habe, mein Moderator des Lebens und der Liebe. Und, ja, dann Korassen sagt tschüss. Tschüss. Und von mir heißt es auch an euch, wir sehen uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos wieder. Hearthstone wird nicht ganz weg sein. Zwischendurch wird es bestimmt noch einmal kommen. Aber vorerst ist für heute Schluss. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zu den nächsten Videos. Winke, winke. Ciao. Und tschüss.